unser Zuschauer Erwin aus Hannover. Ah, Feuerstein, da bist du ja wieder. Ja. Hey, und? Hast du Geld gefunden? Nein, aber Liebe. Hey. Mein Gott, das ist ja großartig. Da kann man ja schon wirklich neidisch werden, ja. War das die Frau von Billy Joel? Sah ein bisschen aus wie die Frau von Billy Joel, war das? Oh, Hallöchen. Großartig. Meine Damen und Herren, Klamotten okay heute von mir? Ja. Ist okay, oder? Wollen Sie sehen, was ich in der nächsten Sendung 14 Tage anhabe? Wollen Sie sehen? Haben wir hier... Möchte ich auch sehen, was Feuerstein in 14 Tagen anhat? Bitte, hier. Also weißt du, ich meine, wenn ich nicht so verliebt wäre, kommst du eigentlich in der nächsten Sendung ohne Hosen, nur mit der Jacke oder wie sehe ich das? Nee, aber ich habe gerade gesehen, dass ich ein fleischfarbenes Trikot anhabe. So wie jetzt, oder wie? Ja, ja unter ja, dieser, ja, links, ja. 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 Aber dass du da so ja. mich wieder so darstellen musst, ne, mit und so, finde ich irgendwie richtig. Ja. Weißt du, immer musst du der Größere sein, der Bessere, der Stärkere. Schmidt, hast du das nötig? Ja. Mhm. Weißt du, damals in unserer gemeinsamen Schulzeit, da haben wir solche Probleme immer ausgetragen mit einem Tauziehen. Natürlich. Bist du bereit? Ja, wo sollen wir jetzt einen Tau herkriegen? Das geht doch schneller als man denkt. Oma! Oma hat immer einen Tau bei sich. Oma? Ja. Das Tau? Ja. Schmidt, stell Oma, ja. Gib das Seil doch mal Pantau. Ja, großartig. Du kennst die Spielregeln? So. Sprichst du mit mir oder? Ja, ich sprich mit dir. Ja, soll ich allein Tau ziehen oder wie? Ich meine, du meinst, dass ich das Tau allein nicht schaffe? Auf natürlich. Komm her. Ja. Und damit es ein bisschen spannender wird, habe ich gedacht, eine kleine Mannschaft. Ne? Ich habe mir erlaubt, das vorher auszuwählen. Wie viel für jeden? Für jeden 3, obwohl ich das eigentlich nicht bräuchte, weil ich habe die Stärke von 10. Können die Leute, die wir ausgewählt haben, bitte rauskommen? Die Blauen an Schmidts Seite, die anderen zu mir. Und das geht ganz, ganz zügig. Ja. Und alle stellen sich hier an. Ah, so. Hallo. Feuerstein hat euch ausgewählt, ja, vorhin der Sendung. So, einmal das Tau, bitte. So, Moment. Also erstmal hier, dass es klar ist, das Rot ist das Rot, der Grün ist der Entscheidungsstreifen, wer die andere Mannschaft über Grün zieht. Ne, warte, ihr müsst nicht so fest ziehen erstmal, es muss locker sein und dann bei zurückwerfen. Also, ja, jetzt auf die Plätze. Fertig. Einen Moment, Oma, bitte. Ja? Was soll das, Feuerstein? Was denn? Am Schluss vier Beine in einem. Ja. Ja, du entschuldige, das sind Vierbeiner. Hast du was gegen Vierbeiner oder was?
Bitte, Oma. Halt das jetzt nicht auf, ne? Ja. Fertig. Los! Guten Morgen. Was hat er? Was hat San? Was haben wir bei ihm gemacht? Unterkiefer entfernt. Na, wird schon wieder. Danke, Doktor. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend. Nachdem sich die Stimmen gegen den Präsidentschaftskandidaten Steffen Heitmann mehren, beschloss die CDU in Bonn in einer Geheimsitzung eine Schnellnominierung. Dazu ein Kommentar von Harald S. Zwischenzeil, dem Mann, der auch ausspricht, was er denkt. Steffen Heitmann, trübe Tasse, ein Mann, von dem man noch weniger weiß und noch weniger wissen will, mit all seinen künftigen Aufgaben, Dauerhände schütteln, als erster Mann dieses Staates, Hymnenheini. Kein leichtes Amt, 25 Riesen netto, für jemand, der in die Fußstapfen Richard von Weizsäckers Phrasenregie treten muss. Aber Bundeskanzler Kohl, Saumagen, hat sich sicher was dabei gedacht. Kann er das überhaupt? Eine Verbeugung vor den neuen Bundesländern Arschkriecherei und die Hoffnung auf deren Wählerstimmen, damit Honny nicht wiederkommt. Zugegeben, Hans-Dietrich Genscher, ein Ohr geht um die Welt, hätte dieses Amt bessere Chancen gehabt als Nachfolger von Dr. Spock. Aber dann gibt es ja noch Johannes Rau, Zirkelpastor, oder so hochqualifizierte Frauen wie Rita Süßmuth, Bundeszicke, oder Renate Schmidt, Dirndl-Tussi. Und so bleibt abzusehen, wie Neuling Heitmann, Genosse Farblos, würdig in die Reihe eines Carstens, Wanda Lulatsch, Scheels, Karnevalsgockels oder Weizsäckers, Fozzi Bär, treten kann. Ohne, dass das Ansehen Deutschlands, ich sage nur Olympia, darunter leidet. Ich rieche einen neuen Lübcke. Schönen Dank, noch so ein Thema und ich erwürge den Redakteur. Und guten Abend, ich gehe nach Hause und schütte mich zu. Den heutigen Kommentar sprach Harald S. Zwischenzeil, der Mann, der auch ausspricht, was er denkt. Und nun, meine Damen und Herren, der offizielle Minnesängerwitz. Du holde Fruh in Minne wann, hat Kumen in manns losen Tran. Tandaradai. Unser heutiger Gesprächsgast, meine Damen und Herren, war gestern Abend noch bis kurz vor Mitternacht selbst auf Sendung, ist einer der ganz, ganz, ganz erfolgreichen und kommenden der Shootingstars unter den deutschen Sportjournalisten, aber nicht nur das. Herzlich willkommen, Michael Steinbrecher. Ah, ja, hallo. Grüß dich. Bitte schön. Gab's was zu trinken, Sam? Ja, egal was. Okay, gerne. Egal was. Wie war es gestern Abend im aktuellen Sportstudio? Anstrengend? Ja, anstrengend, ja. Ich würde mal sagen, so lala. Also man hat so Sendungen, da sagt man, ah, das war toll und das war wir haben okay. Wir haben nichts wir zu trinken, nichts, ist es nicht schlimm? Nee, nee, ist nicht schlimm. Schade, wir können wir haben gerade schon Schnittchen gekriegt, das reicht. Ja, das waren die Alten von der Aufzeichnung. Ja, ja. So haben sie auch geschmeckt. So. Ja? Ja, ja.
Was bietet ihr denn euren Gästen an beim Sportstudio? Ja, leider auch zu wenig. Erstmal wenig Geld, genau wie ihr. Ne? Aber deswegen kommen die ja sowieso nicht. Und ansonsten auch so, also manchmal so Frikadellen und dann sagen sie nachher, ja, so, das war ja nicht so toll. Sagen also, die Gäste? Ja, ja. Es sei denn, es ist so ein Sylvester Stallone und der sagt dann, also der bringt dann schon seinen Hofstab mit und der hat dann eigene Küche und alles drum und dran. Aber, selbst wenn er bei euch zu Gast ist? Ja, ja, der hat da 10 Leute mitgebracht, das ist so, ja, ja. Und die kochen dann auch für ihn irgendwie? Ja, die haben also fertige Sachen mitgebracht. Ja. Ne? Mit unseren Frikadellen ist er nicht zufrieden. Wie ist der isst gar kein Fleisch. Vegetarier? Ja, ja. Ich glaube, nach der letzten Ehe hat er vom Fleisch die Schnauze voll gestellt. Wie ist das eigentlich? Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute im Grunde je prominenter, desto einfacher im Umgang sind? Also gerade Stallone zum Beispiel? Ja, der war einfach. Andere wiederum nicht. Also ich spreche auch gern mit Leuten, die noch nicht so prominent sind, weil die noch nicht so eine fertige Schale haben. Viele, die berühmt sind, die reden immer das gleiche Zeug. Und also ich spreche auch gerne mit jungen Sportlern oder auch jungen Leuten, oder egal, ob, wie alt sie sind, aber die noch nicht so eine Schale haben, mit denen man noch richtig reden kann. Was eigentlich alle Kritiker über dich schreiben, was dich auch von allen anderen Talkmastern oder Leute, die Gespräche im Fernsehen führen, unterscheidet, du bist daran interessiert, an dem, was deine Gäste sagen. Mhm. Du hörst zu, du stellst die Gäste in den Vordergrund. Das kommt ja, du hast eine wahnsinnige Karriere gemacht, bist 27 Jahre alt. Das Alter, in dem im Grunde viele der Studiogäste hier sich entschlossen haben, den Hauptschulabschluss doch nachzuholen. Da hast du schon Grimme-Preis bekommen, hast schon Doppelpunkt gemacht, also bist schon in der etabliertesten Sportsendung Moderator. Ich könnte mir vorstellen, dass viele, die vielleicht jetzt ein Volontariat bei einer Zeitung oder so machen, wie stellt man sowas an? Geht man da hin, fragt einfach oder wie hast du das gemacht? Ja, ist jetzt schwer zu sagen. Also das hört sich auch so nach Karriere an. Ich habe mit, die fragen auch immer, ja, wie viel hast du mit Prominenten zu tun? Ich habe mit Prominenten gar nicht viel zu tun. Ne? Ja. Ich auch bei Doppelpunkt, das waren normale Leute. Und das war, glaube ich, auch das Gute daran, dass man nicht in so eine Maschinerie reinkommt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn man immer nur so mit Prominenten zu tun hat, geht auf Partys und alle sind, alle, man fühlt sich dann auch gebauchpinselt, dass man die Leute kennt. Ich glaube, dann ist es eine Gefahr, dass man unecht wird. Und wie ich das gemacht habe, ist schwer zu sagen. Ich habe Journalistik studiert. Ja, in Dortmund. Dortmund Journalistik studiert. Ich habe eine Anzeige gelesen in Ruhrnachrichten, ja, ist ja, kann man ja, kennt man ja aus Dortmund, eine Zeitung, stand drin, ZDF sucht Ansager und Moderatoren. Und ich habe ein Video gemacht, ganz anders als die Sachen, die ich heute mache, so auf der Fußgängerzone mit Musik und allem drum und dran. Habe das hingeschickt, habe ich erstmal sofort eine Absage gekriegt, weil die suchten Programmmoderatoren und das war denen irgendwie zu wild. Ja. Und haben das dann aber weitergeleitet und das kam zu Doppelpunkt, die haben mich genommen. Und dann ging es einfach so weiter. Und so Zufall. Und also du hast dich eigentlich für was ganz anderes beworben gehabt. Ja. Und wie lange hast du Doppelpunkt gemacht? 5 Jahre. Ja. Das sind immer so ja Themen, auch sehr, sehr riskante Sachen. AIDS, was weiß ich, sollen Homosexuelle heiraten und so. Warum hast du dann damit aufgehört? Ja, ich bin 27, das ist zwar noch jung, aber für manche Themen, wenn es um erste Liebe geht, da denkt man sich ja, bevor die sagen, schmeiß den Opa da raus, ne, weil der passt nicht mehr so zu uns, habe ich mir gedacht, gehe ich lieber. Und ich habe auch, wie gesagt, schon diese Themen gemacht und dann kommt auch eine Routine rein, auch in den Ablauf. Und da habe ich mir gedacht, lieber dann gehen, wenn es noch geht, als zu lange das weitertreiben. Es ist zwar, tut mir immer noch ein bisschen leid, weil diese Themenvielfalt habe ich jetzt im Sport nicht mehr, aber ich werde irgendwann vielleicht nochmal sowas Ähnliches machen. Wie oft machst du im Jahr aktuelles Sportstudio? 12-13 Mal. Als freier Mitarbeiter, bist du ja nicht fest? Ja, frei. Ja. Frei. Machst du zwischen noch was anderes oder nur das? Ja, Frontal. Das ist ein politisches Magazin, da mache ich so Live-Schaltung, falls irgendwo was passiert, wie in Solingen, dass ich da Gespräche vor Ort führe. Entschuldigung, ist das mit Hauser und Kienzle? Ja, ja, genau. Ja. Hallo Hauser, hallo Kienzle. Hallo Kienzle, ja. Ja, ja, genau. Erinnere mich an irgendwas, ne? Ja. Hallo Hauser, hallo Kienzle. An die Muppets. Da ist es ein bisschen abgenommen, die beiden, ne? Stefan Waldorf. Ja. Da bist du Reporter, der da Beiträge macht, oder wie? Ja, Beiträge und Live-Schaltung. Ja. Und da mache ich mal eine Reportage, also dass ich mal so ein bisschen andere Sachen auch mitkriege. Duze Michi habe ich über dich gelesen. Ja. Was ist für ein Begriff? Das ist ja sowas, was einem irgendwie angehängt wird, weil du Leute prinzipiell duzt oder woher kommt das? Nee, du hast mich ja jetzt auch geduzt und ich duze auch gar nicht prinzipiell. Ja. Wenn jetzt also eine 17-Jährige zu mir kommt und sagt, guten Tag, Herr Steinbrecher, werde ich jetzt nicht sagen, also ich finde das besser, wenn wir uns duzen. Oder das ist für mich keine Masche, nur wenn wir uns jetzt hier draußen unterhalten und wir duzen uns, dann finde ich es blöd, jetzt fürs Fernsehen reinzugehen und sagen, jetzt müssen wir uns aber siezen, also Unnatürlichkeit rausnehmen. Nur da das nicht normal ist im Sportstudio und dass die Leute noch nicht so gewohnt sind, kriege ich dann so einen Duz-Stempel aufgedrückt, was ich auch nicht so toll finde. Duzt du auch zum Beispiel Berti Vogts? Nee, sagst du schon Herr Vogts. Herr Vogts, ja, ist doch normal. Hast du auch gehört, dass die Bundesliga oder die Profis, die Nationalspieler Vogts im internen Kreis Hans-Hubert Bratwurst nennen? Haben mir noch keiner erzählt. Ja, heute war eine Umfrage, ich glaube 63% der Leute sind der Meinung, dass wir mit Berti Vogts keine Chance bei der WM haben. Ja? Glaubst du es auch? Nein. Nö, ich glaube es nicht. Also spielen müssen ja auch noch die Spieler. Das ist ja so. Hast du schon mal ein Interview mit Lothar Matthäus gemacht? Nee. Hätte ich mal gerne, weil ich würde mich fragen, man hört ja immer so nach dem Spiel, ratatata, ratatata, ratatata. Das ist immer ein gutes Spiel. Genau, Dankeschön.
Und ich möchte mal wissen, ob er auch anders kann. Das würde mich schon interessieren. Glaubst du, dass du ihn da so knacken könntest? Was war denn so? Hast du so einen Lieblingsfußball? Du hast es selber mal gespielt. Ne? Ja. Hast du so einen Lieblingsfußballer? Lieblingsfußballer. Also gestern war Jürgen Klinsmann zum Beispiel da, mit dem kann man gut reden. Von dem sagt man auch, der sei anders als andere Nationalspieler. Wobei es auch da schon traurig ist, weil den kennt man jetzt auch schon seit 6 Jahren. Ja. Alles das, was er speziell hat, ist schon 18 Mal durch die Medien gelaufen. Also wenn man mit ihm Gespräch führt, muss man sich auch wieder überlegen, was ist jetzt ein Thema, was noch wirklich interessiert. Du warst in Jugendmannschaften von Borussia Dortmund, von Mönchengladbach. Ja. Hast du mal dran gedacht, selber Fußballprofi zu werden? Ja, schon, aber ich hätte es nicht geschafft. Nee? Muss ich ehrlich sein. Also, ich war zwar ein ganz guter Spieler, ich habe danach auch noch Oberliga gespielt, vielleicht hätte ich zweite Liga oder so, aber dann kam das mit Doppelpunkt, da war ich 21 und ich habe dann gesagt, höre ich auf, weil ich glaube, da ist meine Zukunft. Was warst du für eine Position als Fußballspieler? Vorstopper, Steinbrecher, Knochenbrecher. Haben Sie das ist sowas, was Katsche für Beckenbauer. Ja, ungefähr. Ich war auch noch so wirklich traditionell. Manchmal über die rechte Seite, aber meistens doch so. Gibt's die Position eigentlich heute noch? Ist ja alles mit Viererkette? Man spielt heute schon anders. Ja? Weil man ja auch mit der neuen Rückpassregel, ne, man kann nicht nur so am Mann kleben, muss also mehr auch von hinten rausspielen. Ich habe mich schon umgestellt. Wie lange musst du dich eigentlich vorbereiten für ein aktuelles Sportspiel? Also es sind ja ganz unterschiedliche Sachen, Tischtennis und so. Das ist Tischtennis, ja, auch, ja. Ich muss auch sagen, ich kenne mich nicht überall aus. Was wenn ich du jetzt Eiskunstlauf sehe, kann ich nicht sagen, irgendwie, das war das jetzt ein vierfacher Rittberger oder ein dreifacher oder egal. Ich meine, da muss man sich auch einlesen. Und oft hat man muss natürlich alles verfolgen, weil gestern zum Beispiel haben wir auch zwei Gäste gestern eingeladen. Und dann muss man ganz spontan innerhalb einer Stunde das Interview vorbereiten. Also es geht nicht, 4 Wochen vorher schon anzufangen. Und das macht die Sache natürlich schwierig. Aha. Liest du da die Fragen irgendwo ab, oder? Nee. Also ich mache mir vorher Gedanken, schreibe mir das auch auf den Zettel. Ja. Aber dann versuche ich schon auf den Gesprächspartner zu reagieren, wie du ja jetzt auch. Du hast jetzt zwar auch was rumliegen, aber sind ja auch nicht die Fragen. Ich habe hier natürlich die Materialien, die ich mich eingearbeitet habe. Und da ist das Erstaunliche, dass zum Beispiel hier steht, immer frisch geföhnt. Ja? Geföhnter Hasenfuß. Ja, also das mit dem Geföhn kenne ich ja von mir. Bei dir habe ich das eigentlich, würde ich sagen, ist das nicht so, oder? Nee, das ist alles Natur. Hat keinen Zweck zu föhnen. Die Frau hat gerade auch gefragt, können wir da was machen? Ich sage, nee, das ist so. Das ist so. Ja, hat man dir schon mal gesagt, Mensch, jetzt ist doch der Trend, kurze Haare, lass mal die Haare schneiden? Hat man gesagt. Aber? Vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, mein Chef bei Doppelpunkt sagt, hör mal, so vom Typ her, müsstest du nicht mal irgendwie kurze Haare oder so? Ich sage, nee, vielleicht später mal. Und jetzt ist es wieder in. Jetzt sind wir wieder in. Jetzt werden die Haare länger. Ja. Na, aber wir in meinem Alter hat man schon noch ein bisschen über die Ohren, mein Intendant, aber im Großen und Ganzen ja doch sehr gepflegt. Das stimmt. Meine Frisur ist auch nicht ganz im Trend, weil dieses Eisenherz ist ja im Trend. Ich habe noch so einen Post-Leif Garrett-Schnitt. Ne? Also wer? Leif Garrett. Kennst du dich? Hi, Jabberell? Nee, the do run, 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 the do run. Ach, das ist diese laute englische Musik. Ja, das genau. Höre ich jetzt. Eine Frage noch. Hast du auch den Ehrgeiz wie viele Sportkollegen von dir, Sportmoderatoren, in die Unterhaltung zu gehen? Viele Sportjournalisten sagen ja, Sport ist genügend, ich will ein zweites Bein Unterhaltung. Ehrlich gesagt nicht so. Ich glaube, das kann ich einfach besser. Ne? Also ist doch so. Du kannst das besser. Also es gibt viele Leute, die da spontaner sind, die das besser können. Und mein Interesse ist es eigentlich so, im journalistischen Bereich weiterzuarbeiten, an die Themen wieder weiter ranzukommen, die du angesprochen hast. Und ich möchte nicht in die Unterhaltung. Auch weil ich nicht jeden Tag lustig bin. Ja. Ja. Wir auch nicht. Ja, aber ihr schafft es irgendwie trotzdem. Naja, meistens, manchmal. Gibt es denn schon Angebote von den Privaten? Es gab schon welche, ja. Aber keine Millionenangebote wie bei dir. Na, das war auch nicht. Das ist alles nur, da steht alles. Ach komm. Ja. Ehrlich? Nein, du weißt, die Presse lügt viel, aber... Ja. Also, wollen wir nicht irgendwie auch noch Videospielen? Hattest du nicht gesagt? Ne? Möchtest du? Bist du ja, so ein Computerfreak? Ja, irgendwie, nee, überhaupt nicht. Ja, aber komm, wir machen das. Ja? Ja? Muss ich jetzt Dieter Kürten abschießen? Oder nein, was? Sag mal, Dieter Kürten ist jemand, der viel für dich getan hat, ja? Ja. Ist das, ja. Man sagt, er sei so ein bisschen so religiös oder so ein Prediger, ist das so? Er ist kein Prediger. Er ist auch ein sensibles Thema, weil er immer dann so einen Stempel aufgedrückt kriegt. Und da muss man sich mit ihm mal wirklich länger drüber unterhalten. Also ein Prediger ist es nicht. Er kehrt das nicht immer wieder raus oder so. Aber das ist der Mann, der dich wirklich, der so die erste große Tür für dich aufgemacht hat. Er hat mich angesprochen und daraufhin lief das Ganze. Ja. Jungle Harry, das ist Videospiel. Ja, und zwar, du musst dir eigentlich so vorstellen, es ist so ein bisschen wie Lolita gegen Matthäus. Du kannst hier oben für Jungle Harry und für unten für Fireman drücken. Rechts, links, hoch. Runter, hast 3 Sekunden Zeit, kannst einen tollen Preis gewinnen. Ja? Ein Preis ist wieder so eine Tasse, oder was? Nee, diesmal glaube ich Goldschlags. Okay. Ja, tut sie nichts. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Du siehst, der Rekord ist 50.000, ne? Ja. 3.900 habe ich. Das sind deine Punkte, das ist nicht schlecht. Ja, das ist nicht schlecht. Du musst aufpassen, dass du dich zu hektisch machst. Ja, weißt du, ach so. Eher mit Gefühl. Sonst geht der Käfig hoch. Ja, ich mit Gefühl jetzt. Mehr rechts. Wie im Leben. Ja. Jetzt hoch. Ja.
Aber die Frisur ist toll. Ja, ist eine Perücke. Dreizack oder was? Schade. Ja, schade. War aber nicht schlecht. Ein Glas für dich. Ein Kölschglas. Aber das ist ja nett. Ja. Das ist ja nett. Kölschglas. Ja. Danke dir. Ja. Toi, toi, toi. Ja. Schönen Dank für den Besuch. Danke. Ja. Ciao. Michael Scheinbrecher. Tschüsschen. Meine Damen und Herren, wir begeben uns mit einem weiteren neuen Beitrag, nachdem wir schon das Tanztheater gestartet haben, jetzt auf die Welt der britischen Inseln, wo Witz, wo Geist zu Hause ist und wo der Adel wirklich noch gefragt ist, wenn er etwas zu erzählen hat, mit unserem neuen Mitarbeiter Sir Harold. Möchte ich Ihnen die Geschichte dieses Schlosses erzählen? Es ist die Geschichte von Hass, Mord, Verzweiflung. Mehr davon das nächste Mal, wenn die Zeit nicht drängt. Hast du eigentlich gewusst, Feuerstein, dass der Süddeutsche Rundfunk ab nächstem Jahr sich wahnsinnig finanziell beteiligt an den Kosten für die Sendung? Ich hab's irgendwie geahnt. Du hast es nicht gewusst. Du hast nicht gewusst, aber nein, aber es ist ein toller, toller Sender. Das ist so schön. Wir wollen deshalb als kleines Dankeschön schon mal in Richtung Süden und auch um das Publikum natürlich aus dem Sendegebiet von S3 voll auf unsere Seite zu ziehen, ein schönes Volkslied gemeinsam singen, das schöne schwäbische Volkslied von der Schwäbischen Eisenbahn. Auf der Schwäbischen Eisenbahn gibt's gar viele Haltstationen. Sturgen, Ulm und Biberach, Meckenbeuren, Dullesbach. Trolla, trolla, trollala, trolla, trolla, trollala. Sturgen, Ulm und Biberach, Meckenbeuren, Dullesbach. Auf der Schwäbischen Eisenbahn wollt einmal ein Bäuerle fahren. Gott zum Schalter, Luft der Hut, ein Billettle sind so gut. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Gott zum Schalter, Luft der Hut, ein Billettle sind so gut. Einen Bock hat er gekauft und dass er ihm nicht verlaufen, bindet ihn der gute Mann an der Händlerwagen noch. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala, bindet ihn der gute Mann an der Händlerwagen noch. Böckle, du noch tapfer springes, Fresser werd ich dir schon bringen, setz dich zu sein Weible noch, sind sei stinkiges Pfeifle an. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala, setz sie zu sein Weible noch, sind sei stinkiges Pfeifle an. Wie der Zug noch wieder stark, der Bauer noch sein Bäckle Gott, findet bloß noch Kopf und Zoll an dem Hinterwagen toll. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala, findet bloß noch Kopf und Zoll an dem Hinterwagen toll. Ziemlich brutal, meine Damen und Herren, aber ist so. Was sagst du zu dieser Brutalität, Beavis? Hä? Real cool, real cool. That was cool, cool. Das war jetzt natürlich etwas sehr Tiefschürfendes, sehr Anspruchsvolles. Jetzt muss man wieder etwas richtig kommen, wo man so richtig lachen kann, meine Damen und Herren. Stimmung und gute Laune mit unserem lieben Freund Sigi Freud. Schmiteinander. Worte für Millionen. Heute im Flugzeug mit Freud. Verehrte Fluggäste,
an einem psychischen Komplex, welcher die Beeinflussung der Widerstandszensur erfahren hat, sind die Affekte der resistente Anteil, der uns allein den Finger zeigt, zur richtigen Ergänzung geben kann. Deutlicher noch als beim Traum enthüllt sich dieses Verhältnis bei den Psychoneurosen. Der Affekt hat hier immer recht, wenigstens seiner Qualität nach. Seine Intensität ist ja durch Verschiebungen der neurotischen Aufmerksamkeit zu steigern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und guten Flug. Unser Live-Musik heute Abend am Dance from California und sehr viel auch vom Nashville, Tennessee. Albert Lee.